Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute schauen wir uns wieder ein ganz besonderes Case an. Wir wollen ein Whitebuild bauen und dazu wollen wir auch ein richtig schönes Case mal wieder haben. Und zwar keins, wie wir bisher immer hatten, so viereckige oder, na gut, wir hatten natürlich auch schon etliche aus von AliExpress oder Banggood, die besondere Formen hatten. Und das hat auch wieder besondere Formen, aber das kann jeder kaufen, denn das gibt es bei Amazon. Und zwar ist das von Kedias. So sieht es aus. Wie sich das so schlägt, das erfahrt ihr hier. Seid gespannt. Wie man sieht, die ganzen Styroporverpackungen sind schon kaputt. Das heißt, es hat einen längeren Transport hinter sich. Ob es der Amazon-Fahrer war oder schon von der Fracht aus China, das weiß man nicht. Jedenfalls haben wir jetzt hier überall die Krümel. Furchtbar. Ja, das ist also das Case von Kedias. Ich muss das da mal eine halbe Stunde Styropor absaugen. Es wird immer noch irgendwo so weiße Futzel sein. Also ja, der hat sich aufgelöst, der Styropor, in seine Einzelteile. Also richtig in die Kügelchen. Anscheinend ist da der Kleber nicht so gut gewesen von dem Styropor. Ja, ihr seht schon, das ist ein Showcase. Offen. Also es ist auch wirklich nirgends zu, dass man sagt, staubgeschützt. Deswegen finde ich es dann auch witzig, dass hier Staubfilter mitgeliefert werden. Ja, überall diese weißen Teile. Naja, gut. Oh, mal abschütteln hier. Dass hier eben diese Staubfilter mitgeliefert werden, die ich auch damals in diesem blauen Pyramidengehäuse verbaut hatte. Die hatte ich mir extra kaufen müssen. Aber wo soll ich die hinmachen? Wenn ich sie hier hinmache, ist ja in Ordnung. Dann kriegen zwar jetzt die Lüfter keinen Staub ab, aber es zieht ja von allen Seiten rein. Also wenn ihr euch das mal hier so anschaut, hier ist alles offen. Es ist ringsum offenes Gehäuse. Also Staubfilter hier sind ein bisschen Späßle. Ja, mitgeliefert wird eine kleine Anleitung für das Case Kedias C570, nennt sich das von der Bezeichnung her. Auf der Verpackung habe ich es nirgends gefunden, aber hier auf der Anleitung steht es dann drauf. Ja, und die wollen also wirklich, dass man die Staubfilter hier mit anbringt. Es sind auch schon Löcher vorgebohrt, dass man die praktisch innen drin, also man müsste jetzt die Lüfter wieder rausbauen, innen reinlegt und dann die drauf tut. Aber ich meine, die sind RGB beleuchtet. Okay. Ja, das Case. Fangen wir doch mal klassisch an. Beziehungsweise klassisch ist hier gut. Wir fangen einfach mal mit den Maßen an. Wir haben hier eine Höhe von, gehen wir mal schnell die Anleitung drauf, von 50 cm plus den Griff 51 cm in der Höhe. Also falls ihr es irgendwo reinstellen müsst, den Griff kann man aber notfalls wegmachen. 50 in der Höhe. 47, halt, wir haben da unten noch die Füße, die gehen ein bisschen raus. Dürfte man auch so um die 50 cm in der Tiefe haben und in der Breite haben wir, das ist leichter zu messen, mit den Schraubenköpfen haben wir 23 cm. Ja, das Metall, also das Gehäuse ist ein Vollmetallgehäuse, also kein günstiges Blech, sondern es ist wirklich festes Metall, überall, also auch hinten, da hinten überall festes Metall, also nicht so biegbares Blech. Vorne
haben wir einen Ein- und Ausschalter. Von der Technik her ähnlich, hier Ein- und Ausschalter, von der Technik eigentlich ähnlich wie mein Pyramidengehäuse, das blaue. Das verlinke ich euch hier mal. Also ich habe 119 Euro gezahlt für das Case, jetzt kostet es wieder 110 Euro. Also schwankt auch immer wieder mal. Also das so wackelt, liegt daran, dass ich auf dem Tischchen hier habe. Ich kann praktisch nicht überall auf den Füßen aufsitzen. Wir haben Echtglasscheiben auf jeder Seite. Das heißt, man muss hier auch ein bisschen sauber das Kabelmanagement machen, weil man nicht alles sieht. Da wäre natürlich ein modulares Netzteil wesentlich besser als so ein normales, wo die Kabel immer dran sind. Was mitgeliefert wird für die 119 Euro, sind auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ARGB-Lüfter. So hat es zumindest geheißen. Wenn ich mir hier im Ganzen anschaue, wir haben hier auch noch, wenn ich mir das so anschaue, hier sind noch mal solche Abstandshalter für die Scheibe. Das heißt, auf der anderen Seite könnte ich hier auch noch Abstandshalter reinmachen für die Scheibe. Dann könnte man dann von hinten vielleicht auch noch einen Radiator einbauen. Denn oben ist ein Rahmen, wo man vielleicht befestigen könnte. Das sagt die Anleitung. Schauen wir mal, ob die auch das vorsehen. Also man kann wirklich hier die vier Abstandshalter einschrauben. Und dann könnte man theoretisch vorne im vorderen Bereich bzw. hier dann einen Radiator hinten anbauen. Denn das hat genau die Stärke von dem Radiator. Das heißt, hier drauf kommt dann eben der Lüfter und unten wäre der Radiator oder umgekehrt. In dem Fall natürlich oben der Lüfter, damit man das Licht sieht. Unten dran der Radiator. Dafür sind diese Abstandshalter. Ist allerdings nirgends beschrieben. Das Gehäuse ist weiß lackiert, sauber weiß lackiert. Jetzt machen wir mal diese eine Glasscheibe ab. Die Glasscheibe fällt nicht sofort runter, denn sie hat hier eben diese Gummipuffer, in der wird die Glasscheibe reingelegt. Die Bohrung ist größer als die Schrauben. Das heißt, sie liegt in dem Gummi auf und dann kommen von oben die Schrauben. Hier sehen wir, haben wir unsere ARGB-Lüfter auch in der Seite. Was die bringen sollen, weiß ich nicht genau, hinter der Scheibe. Aber gut, sieht halt wahrscheinlich optisch cool aus. Man könnte natürlich hier an der Stelle einen Radiator einbauen. Luft wird es von der Seite ziehen. Zwar nicht so viel, dass man sagt, ja, es wäre ein guter Airflow, aber man könnte notfalls hier einen Radiator einbauen. Oben wird es eher schwierig mit dem Radiator. Da kommt schon das Mainboard, das sehe ich jetzt schon. Also da oben geht nichts. Wenn dann maximal hier an der Seite ein Radiator. Leider wird in diesem Mini-Handbuch, das ja da dabei ist, nicht sehr viel mitgeteilt, was man da machen kann. Wir reden überhaupt nicht von einem Radiator. Keinster Weise. Hier vorne könnte man einbauen. In dem Bereich, da haben wir Platz. Da vorne ein 120er Radiator könnte man einbauen, das war es dann aber schon. Also für eine CPU wird schon dünn, kommt darauf an, welche Leistung natürlich die CPU hat. Ja, auch hinten das Blech, da innen drin ist richtig schön fest. Machen wir hinten auch noch die Scheibe ab, dass wir alles richtig schön sehen. Es wird noch mitgeliefert, weil ich es vergessen habe, eine Fernbedienung. Genau. Also wir haben hier hinten einen Hub, der auch schon mitgeliefert wird. An dem können wir maximal 1, 2, 3, 4, 5, 10 Lüfter anschließen. Das sind allerdings diese Lüfter mit diesem 6-Pin. Das heißt, nicht die normalen gesteuerten Lüfter, die man kennt. Das heißt, man könnte sie auch nicht austauschen gegen irgendwelche von Be Quiet oder so, außer man tauscht dann auch das Teil aus. Ganz normale, oder halt nicht normal, sondern die 6-Pin-Lüfter, die kenne ich von den günstigen Lüftern, die man immer so im Set kaufen kann, von Up Here und wie sie alle heißen, die Marken.
Also von dem her, ja, wenn sie recht laut sind, wird es schwierig, die auszutauschen. Hier haben wir unseren SATA-Anschluss. Über die bezieht das ganze System, die ganzen Lüfter und Farben dann auch ihren Strom. Also wenn man das vergisst, dann leuchtet auch nichts. Und hier haben wir einen ARGB-Anschluss, also wir können es auch am Mainboard anschließen. In unserem Fall bauen wir ja wieder ein weißes Mainboard, also nicht wieder, sondern wir bauen das erste Mal ein weißes Mainboard aus China ein mit einem Xeon 2670. Ihr wisst, wir verbauen die gerne, weil die sind preis-leistungstechnisch halt zurzeit am günstigsten, was den Gebrauchtmarkt angeht. Und da müssen wir dann über einen Reset-Schalter gehen. Das heißt, hier vorne an diesem Hub sieht man es, ist ein Anschluss. Da kann man auch den Reset-Schalter anschließen und dann könnte man über den Reset-Schalter wechseln. Natürlich hat das Gehäuse Reset und Power-Switch hier vorne. Der unten ist nur ein zusätzlicher Power-Switch. Hier oben haben wir aber einen ganz normalen Power-Switch. Wir haben einen Reset-Switch. Wir haben die Audio-Anschlüsse, Mikrofon, Eingang und Kopfhörerausgang. Wir haben einen USB-C-Ausgang oder halt Eingang. Wir haben zwei USB 3.0 Anschlüsse. Also eigentlich ordentlich ausgestattet. Dennoch finde ich die Fernbedienung natürlich klasse, denn hier können wir einfach auch die Lüftergeschwindigkeit einstellen. Und das kann man ja bei diesen China Mainboards normalerweise nicht, außer man installiert WAN Control. Betrieben werden eben da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ARGB-Lüfter. Wir können hier hinten, Sie gehen davon aus, dass man hier eine SSD einbaut, hier eine SSD unten rein und obendrauf die HDD draufstellt. Also HDD, SSD, SSD und obendrauf könnte man notfalls auch noch eine SSD machen. Aber meistens haben wir ja dann hinten das. Und da unten in diesem Schacht, da steht gar nichts. Ich würde mal sagen, das werden wir für Kabelmanagement verwenden. Denn da ist keinerlei Angabe, was man in diesen Schacht reinbauen soll. Na, wie gesagt, es ist das Kabelmanagement können wir da drin vielleicht noch ein bisschen aufräumen. Ja, recht viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen zu dem Case. Ach so, natürlich noch ganz normales Standard-ATX-Netzteil. Und das kann richtig lange sein, also ihr könnt es bis da vorne, das sind also dann, also da könnt ihr richtig Großes auch reinbauen, wenn es sein muss. Also 25 cm kann es locker haben, ohne dass es irgendwo anstößt. Ja, dann schauen wir mal, was wir einbauen in unser Casier C75, glaube ich was. Ja. Das ist ein ganz besonderes Case von der Form her, so ein Showcase. Und da wollen wir natürlich auch ein Gaming-Setup einbauen. Wir haben wieder in China zugeschlagen. Was anders preis-leistungsmäßig kriegen wir gerade nicht hin, dass wir, ja, wir werden jetzt hier bei dem Setup so bei 450 Euro landen, 450 bis 500 Euro. Schauen wir mal, wo wir hinkommen und da geht es halt nicht anders. Aber wir haben coole Komponenten wieder. Zum einen eben das Kelier und dann haben wir ganz neue Mainboards entdeckt bei The Machinist. Sie hat jetzt mal als einer der besseren China-Anbieter und da haben wir eben ein weißes Mainboard gefunden für Xeon-Prozessoren. Schon V3 und V4 Standard. Also da haben wir zum einen dieses Mainboard. Das ist alles schön weiß, auch die Kühlung ist in weiß, die Alukühler. Auch die Spannungswandler haben eben hier einen Kühler, einen weißen. Das Mainboard ist ähnlich wie alle anderen, die wir auch schon hatten. Wir haben hier 4 RAM-Bänke, wir haben allerdings hier 8 SATA-Anschlüsse. Wir haben unseren PCI Express, 3.0 ist das noch bei den alten Anschluss. Wir haben USB 3.0, hat ja auch nicht jeder. Wir haben einen kleinen PCI und wir haben genau hier, wir haben einmal einen NVMe M.2 Anschluss und einen
SSD M.2 Anschluss. Also für alles, was man braucht, gut gerüstet. Also ihr seht auch optisch, es ist ein schönes Mainboard. Das Ganze wurde ausgeliefert mit weißen RAM-Riegeln, DDR4, allerdings waren sie bei uns dann doch nicht weiß, aber Silber, und ich glaube, das passt in das Setup super rein. Das sind 16 GB. Das ganze Set hat jetzt gekostet, ich glaube, 119 Euro, ich muss mal nachschauen, mit einem Xeon 2670 V3, der hat 12 Kerne und 24 Threads bei 3,2 GHz. Ja, ist jetzt keine der Gigahertz-Bomben. Im Single-Thread ist er natürlich nicht so toll, aber Multi-Thread sind die genial. Und zum Zocken, ich habe sie jetzt schon ein paar Mal verbaut, auch im letzten Gaming-Shot-Video, Link hier oben. Da war das Ding zu 20-30% ausgelastet bei Games. Also das ist durchaus spielbar mit denen. Kommt nicht auf die Grafikkarte drauf an. Wir verbauen natürlich wieder eine GTX 1660, die ist gebraucht, halt momentan am Markt am günstigsten zu haben. Man kriegt auch schon eine GTX 1660 Super, so zwischen, ja, 120 und 140 Euro mehr solltet ihr nicht ausgeben. Einfach warten, es kommt immer wieder mal eine in der Preisklasse, und das ist sie wert. Seid auch fair zu den anderen, die es verkaufen. Also für 100 Euro runterhandeln, das finde ich dann auch nicht richtig. Ja. Das Ganze muss natürlich gekühlt werden, und da haben wir wieder unseren Mars Gaming Lüfter, den wir jetzt schon ein paar Mal verwendet haben. Der funktioniert einwandfrei. Das ist so ein Blower-Up Lüfter. Jetzt habe ich hier eine schwarze Variante, allerdings mit weißem Lüfterblatt. Passt auch gut dazu, wahrscheinlich nehme ich den sogar. Auch die Adapter sind dabei für ein LGA 211 V3. Das ist auch alles dabei. Ja, und dann haben wir noch ein Netzteil. Das weiße Netzteil ist jetzt leider nicht gekommen. Ich werde vorerst ein Thermaltake mit 630 Watt Berlin oder wie das heißt einbauen. Das weiße, wenn es da ist, würde ich es dann noch austauschen. Ich meine, das schwarze sieht vielleicht auch nicht schlecht aus in dem Case, aber ja, wir bauen es dann aus und tun das weiße rein. Das ist ein Corsair, glaube ich, was ich da bestellt habe. Oder was, ein Enermax? Ich blende euch alles später ein. Ja, ich würde sagen, dann bauen wir es mal zusammen. Ja, das ist also unser KDIR C570. Optisch finde ich, macht er eine richtig gute Figur. Vom Einbau her war alles einwandfrei. Also da hat es überhaupt keine Probleme gegeben. Wir haben ein wirklich gutes Kabelmanagement da hinten hinbekommen. Durch diese ganzen Festplattenkäfige, die da hinten sind, konnte man natürlich etliche an Kabel reinstecken. Ja, war einfach richtig schön. Wir haben auch kein normales ATX-Netzteil genommen, wie gedacht, sondern wir haben jetzt ein SFX-Netzteil mit wenig Kabeln. Das ist zwar nur ein 450 Watt-Netzteil, hat 420 Watt auf der 12-Volt-Schiene. Das reicht für das System locker. Ich habe es ausgerechnet, 311 Watt bräuchten wir. Das heißt, wir haben auch noch genügend Luft. Optisch sieht es, wie gesagt, super aus, das Gehäuse. Wir haben eben hier diese RGB-Lüfter. Wir haben ja auch einen RGB-Lüfter aufs Mainboard gemacht, auf das weiße Mainboard. Wir haben hier unten diesen Knopf, haben wir erkannt, der ist eben zum Umstellen der Farben, wie man jetzt hier sehen kann. Was wir auch über die Fernbedienung machen könnten. Also von dem her, falls man die Fernbedienung nicht findet, können wir auch hier die Farbe ändern. Was ich machen würde, also was ich mir von KDIR wünsche, wäre, dass hier auch Glasscheiben drüber wären. Denn die Lüfter sind natürlich offen und da kommt man leichter mal mit die Finger rein, und es ist dann echt schmerzhaft, wenn es nicht sogar ein Lüfterblatt beschädigt. Ja, und wir können auch einen 240er Radiator hier vorne einbauen. Und zwar wird dann die Glasscheibe noch ein Stück rausgesetzt. Und zwar haben wir hier diese Abstandshalter. Das heißt, die Glasscheibe würde
auf diese Entfernung rausgehen. Dann würde da ein Radiator und die Lüfter reinpassen. Dafür sind also diese Abstandshalter, wo ich am Anfang nicht gewusst habe. Das Gehäuse selbst ist tadellos verarbeitet, da gibt es gar nichts. Natürlich Staubfilter, die mitgeliefert wurden, die können wir vergessen, weil ich ziehe ja eh an jede Ecke rein. Also die würde ich auch nicht machen, weil dann sieht man, dann ist zwar die Gefahr weg, dass man sich die Finger wehtut, aber dann sieht man natürlich null mehr von der schönen Beleuchtung. Ja, dann haben wir natürlich noch diese Fernbedienung und die Lüfter, die sind ja nicht gesteuert, weil die kann man nirgends anschließen. Also auch wenn das Mainboard hat noch einen WAN-Anschluss für die Steuerung der Lüfter, aber der Hub hinten dran hat keinerlei Möglichkeiten, außer vielleicht da hinten an diesem einen Anschluss. Aber ich weiß nicht, was der bedeutet. Ein Kabel wird nicht mitgeliefert. Aber ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht die Lüfter drüber steuern kann. Über den Reset-Schalter oder diesen Zweier-Pin da hinten könnte man auch den Reset-Schalter anschließen. Dann kann man auch hier über diesen Knopf die Lüfter steuern statt der Farbe. Aber da passiert das Gleiche wie hier bei der Fernbedienung. Wenn ich da voll drauf drücke, die werden immer schneller, die laufen immer voller Kanne. Und wenn ich dann einmal auf Minus drücke, dann gehen sie ganz aus. Das heißt, es gibt keinen Mittelweg. Ich hatte dieses System schon von mehreren Herstellern, einmal von MiWatt. Da hatte ich drei Stufen, also volle Kanne, mittel, leicht und aus. Das heißt also eigentlich vier Stufen. Und von ab hier hatte ich das auch schon mal, da hatte ich dann drei Stufen, volle Kanne, mittel und aus. Aber hier habe ich wirklich jetzt nur noch eine Stufe voll oder gar nichts. Ja, ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, es ist alles offen. Die Frage ist, ob ich die Lüfter überhaupt brauche. Wir haben ja auch hier bei diesem System Benchmarks laufen lassen. Zu meiner Verwunderung ist ja das gleiche Set, wie wir in unserem letzten Video hatten, wo wir dieses komplett schwarze Mainboard verbaut haben, ist dieses weiße Mainboard, obwohl teurer und auch mit besseren Spannungswandlern und allem ausgestattet, trotzdem zum Beispiel im Cinebench um 100 Punkte langsamer. Statt 9100 haben wir hier so um die 9015 Punkte. Das ist dann schon, ja, trotzdem 100 Punkte weniger. Alles in allem ist der natürlich wieder voll spieletauglich. Wir haben mit unserer GTX 1660, dem Xeon 2670 V3 mit seinen 12 Kernen, 24 Threads und den 16 GB DDR4. In dem System laufen sie sogar mit 3200 MHz. Obwohl nur 2666 gehen, wie sie das machen, weiß ich nicht. Trotzdem ist er nicht schneller. Ja. Ich blende euch jetzt hier mal kurz die Benchmarks ein. Die sind etwas langsamer als beim letzten System, haben wir ja eben bei Cinebench schon gemerkt, aber dennoch, wir können sowohl Call of Duty Warzone 2.0 als auch Fortnite, als auch Valorant sogar in 4K zocken, natürlich nur um die 60 FPS bei Call of Duty Warzone. Je nach Einstellung kann man natürlich auch weniger Details machen, dann kommt man natürlich höher. Aber alles in allem kann man damit wirklich noch längere Zeit zocken. Das ganze System war auch nie im Bottleneck der CPU. Das heißt, wir können hier durchaus auch noch eine größere Grafikkarte reinstecken. Natürlich müssen wir unser Netzteil dann ersetzen. Aber Platz ist genügend. Und auch bei der Größe, die wir hier an Grafikkarte einbauen können, sind wir mit 34 cm auch schon bei den ganz großen Boliden. Also RTX 4090 und Konsorten. Ja, alles in allem gefällt mir das Case super gut. Wenn ich es weiter nutzen würde, würde ich allerdings die Lüfter ersetzen. Das Case hat jetzt 119 Euro gekostet, auch kein Schnäppchen. Zurzeit, glaube ich, kostet sogar bloß 109 Euro. Aber ich würde die Lüfter ersetzen. Entweder ich würde mir von MiWatt oder ab hier ein Set kaufen mit Lüftersteuerung, wo auch wirklich funktioniert. Das sind 6 Lüfter, die kosten 49 Euro. Müsste man halt ja noch ein Dreier-Set dazu kaufen, wenn wir so bei 80 Euro sein, dann sind wir halt bei dem ganzen Case bei 200 Euro. Das war ja eigentlich der ausschlaggebende Punkt, warum ich das gekauft habe, wegen den Lüftern. Oder ich muss mal schauen, ob ich
ein Kabel finde, das ich an diesen Hub anschließen kann und dann mal an die Lüftersteuerung vom Mainboard. Vielleicht kann ich es dann besser steuern. Ansonsten, wenn natürlich das Case gefällt und er möchte RGB-Lüfter, kann ja die von Be Quiet nehmen. Die sind echt leise und haben jetzt auch RGB, die 120er. Ansonsten bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ja, jetzt würde mich natürlich eure Meinung interessieren. Was haltet ihr von dem Gehäuse? Gefällt euch das Gehäuse? Würdet ihr was ändern? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, denn viele schauen sich zwar meine Videos an, lassen aber kein Abo da. Würde mir natürlich helfen, kriege ich vielleicht eher mal was von Herstellern zur Probe oder beziehungsweise zum Testen zur Verfügung gestellt. Ansonsten schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Video. Ciao.